Im Januar fand am Sonnenberg im Harz der Biathlon-Wettkampf um den Deutschlandpokal 2000 statt. Die folgenden Aufnahmen entstanden bei den Einzelwettkämpfen, die am Samstag ausgetragen wurden. 147. Ja. 42. Bitte schön. Jo, 396. Was hast du gesagt? 10 und im zweiten Wettkampf dann Platz 11 im Einzel und der Verfolgung Platz 11. Der Gesamtwertung belegt er zurzeit Platz 13, also die Startnummer 12, Martin Hindelang vom SK Nesselwang gestartet. Mit der Startnummer 13 am Start Rupert Bachmann vom SC Schleching vom Bayerischen Skiverband. Vom 14. bis 16. Januar richtete der Wintersportverein Clausthal-Zellerfeld auf der Biathlonanlage auf dem Sonnenberg die dritte von 5 Veranstaltungen um den Deutschlandpokal aus. Aus den Ergebnissen der jeweils 4 besten Resultate ergibt sich eine Winterrangliste, die für die Nominierung der Nachwuchsläufer für ihre Aufnahme in den DC- oder C-Kader des Deutschen Skiverbandes ausschlaggebend ist. 124 Athleten aus ganz Deutschland gingen bei guten Schneeverhältnissen im Harz an den Start. Die Anlage auf dem Sonnenberg präsentierte sich in optimalem Zustand. Außerdem sorgten viele Helfer für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Biathlon bedeutet Doppelwettkampf und ist eine Verbindung von Skilanglauf und Schießübungen, die mit einem Kleinkalibergewehr ohne Ladeautomatik erfolgen. Die Schüsse werden während des Rennens nach bestimmten Distanzen liegend bzw. stehend auf eine 50 Meter entfernt stehende Scheibe abgegeben. Fehlschüsse werden durch zusätzliche Laufstrecken geahndet. Seit 1960 gehört Biathlon zu den olympischen Disziplinen. Mit der Startnummer 13 am Start Rupert Bachmann von SC Willingen, Hessischer Skiverband, und er belegte beim Fußwettkampf im Einzel den 23, in der Verfolgung den 25. Und dort haben wir die Und Platz 3 beim zweiten Wettkampf mit der Gesamtwertung im Moment. Platz 5 Platz 5 in der Gesamtwertung im Moment. Platz 6. Nächste Starterin mit Startnummer 33. Das ist Belegte in Ruhpolding Platz 12 im Einzel und im Titisee Platz 18. Also wir haben deutsche Schießungen am Start. Das sind dann immer die Farben der So, gestartet mit der Startnummer 30. Erste Starterin in der Jugend 16 Weißen. Startnummer 35, Sabine Vorreder vom Ruhpolding, Bayerischer Skiverband, in Ruhpolding Platz 6 und im darauffolgenden Wettkampf Platz 2 im Einzel in der Gesamtwertung im Moment Platz 5. Skiclub Stadthagen, Niedersächsischer Skiverband, die belegte in Ruhpolding im Einzel Platz 17 und im darauffolgenden Wettkampf Platz 1 in der Gesamtwertung im Moment
den dritten Platz und belegte beim Deutschen Schülercup im letzten Jahr die Plätze 2 und 3. Also mit Startnummer 36, das ist Svenja Anjay vom Skiklub der Tage, Niedersächsischer Skiverband. Am Start. Das ist Caroline Schatz vom Wintersportverein für 5, Thüringer Fieberberg. Ruppolding im Einzel Platz 8 und im darauffolgenden Wettkampf Platz 11. Was haben die? Nur Frau nächste Starterin mit der Startnummer 60, das ist Jenny Adler vom Wintersport. Dass sie dann an den Schießstand herangetragen werden, abgenommen, genau wie bei den Eltern und dann wieder gefüttert. Schöne Schnellfehler verlässt die Startnummer 60, die Jenny Adler, den Schießstand. Am Start jetzt die Startnummer 77, Hans-Jörg Wolter vom SC Schönwald, Schiebenland Baden-Württemberg, dann ist der Platz in Ruppolding und der Ruppolding wird dann den sechsten Platz. Der Gesamtwertung wird zu 17, ja, Simon Hecht den vierten Platz, und der war deutsche Jugendmeister 1999, die Schlauchzeit, Zellerfeld in der Verfolgung, also Startnummer 77, Startnummer 78, an Pro liegt es die Startnummer 79, der Markus Rausch vom DSV Oberhof. Am Start ist die Startnummer 99, Sebastian Schmidt vom DSV Schwarzenberg, Landesschieferbein Sachsen, in Ruppolding Platz 4 und im darauffolgenden Wettkampf Platz 7. Er ist 1999 bei die Zinkada, Gesamtwertung Platz 6, 1998 Gesamtwertung Platz 4. Also Startnummer 99. Auf Bahn Nummer 12 liegt es die Startnummer 81, Michael Rösch, er trägt das blaue Trikot. Und auf der Bahn 9 liegt die Startnummer 82, Volker Speyer vom FC Bernau. Steffen Lutscher vom SSV Altenberg, Landesschieferbein Sachsen. So, mit einem Fehler, nein, Schießfehler verlässt die Startnummer 106, den Schießstand. Aus Bahn 10 ist es die Startnummer 108, das ist der Markus Röthel vom SC Neu-Aschenberg. Nummer 101, das ist Matthias Pieck, Biedermann vom SSV Altenberg, Schieferbein Landesschieferband in Sachsen, Ruppolding Platz 17, darauf folgende Wettkampf Platz 28. So, zwei Fehler für Startmann. Frauen ist die Startnummer 82, das ist der Toni Schmidt vom DSV Oberhof. So, mit Startnummer 103 am Start, das ist René Klarholz vom Wintersportverein Oberhof 05, Thüringer Skiverband. Er belegte im Sprint in Ruppolding den dritten Platz. Auf Bahn 4 kommt jetzt zum Schießen die Startnummer 55, das ist die Nadine Schatz vom DSV Oberhof. Dann die Startnummer 84 auf Bahn 7, das ist der Matthias Schandl vom SC Mittenwald. Und auf Bahn 6 die Startnummer 52, das ist der Lissimareike Klünder vom TUS Erndebrück. Am Start jetzt die Startnummer 104, Matthias Eberl vom DSV Schlehdorf, Bayerischer Skiverband. Er belegt in Ruppolding den sechsten Platz in der darauffolgenden Wettkampf Platz 16. Auf Bahn 11 die Startnummer 85, der Andreas Rühe vom DSV Schwarzenberg. Und auf Bahn 2 die Startnummer 86, der Jürgen Düsseldorf vom SC Schildau. Auf Bahn 10 die Startnummer 53, Stefanie Mette vom DSV Klaus-Zellerfeld. Also Bahn Nummer 10. 84 hat einen Schießfehler. Das ist der Matthias Schandl. Drei Schießfehler für die Startnummer
So, das Startnummer 106 am Start, Marcel Großkopier, Frau Schlachtenberg, seine Truppe beim Platze. Startnummer 106, Frau Eisengang. So, dann ist Startnummer 128, das ist Frau Steffen Lange, er kommt von der Frau Bischofswiesen, Bayerischer Schieferwald. In Ruhpolding belegte er den Luftbesten und in der Raffe möchte er mit Wünschen den Schulter bleiben. Das ist dann der Schuss von DV Scheibe-Eisbach und auf Bahn 8 ist die Startnummer 77 Hans-Georg Kräuter vom FC Schönwald. Am Start die Startnummer 96 an die Rotsberger von DSV Skadi-Bodemals, Bayerischer Schönwald. So, die Startnummer 75, ein Schießfehler. Und die Startnummer 79, Lauren Brickow, das heißt also, der Führer in kleiner Klasse, Herr Professor Wessel, Frau Altenberg, Landesschieferband Sachsen, und er bringt ihn hoch vor den Platz 5, und ist darauf im Wettkampf Platz 4, 1999 Deutschlandpokal, Gesamt erster Platz, und 1999 Deutsche Meisterschaft in Platz 3, in der Verfolgung Platz 4, und in der Staffel Platz 2. Er ist 40 mit einem 4. Platz im Einzelnen in Ruhpolding.
und mit einem Sechsten. Von dem Verstärker mit der Stadt
Aufgrund der milden Witterung eine reguläre und ordnungsmäßige Durchführung des Biathlon-Europacups am 5. und 6. Februar nicht möglich war, musste diese Veranstaltung vom Organisationskomitee an den Deutschen Skiverband zurückgegeben werden.